Walterswiller, 29. Dezember. Ein Schuss aus einer Polizeiwaffe beendet eine Geiselnahme. Das Bild des Schützen wird Weltpressefoto des Jahres. Es gelang dem Fotografen Wolfgang Geller vom Hamburger Abendblatt. Und das kam so. 2 Tage zuvor nehmen 3 Bankräuber in Köln Geiseln und fliehen mit ihnen Richtung Saarland. Ihre Flucht wird zum Medienspektakel. An verschiedenen Punkten der Verfolgungsfahrt konnten die nachfolgenden Polizeifahrzeuge dicht an das Fluchtfahrzeug der Bankräuber herankommen. Ein Tross von Polizei- und Pressefahrzeugen verfolgt die Geiselnehmer bis nach Baltersweiler. Auf einer Anhöhe machen die Gangster Halt. Sie wollen verhandeln, verlangen ein schnelleres Fluchtauto und Medikamente für den herzkranken Chef der Bande. In Saarbrücken startet eine Sonderkommission der Polizei unter der Leitung von Julius Groß. Ihr Hubschrauber trifft wenige Minuten später in Baltersweiler ein, wo sich außer Polizei und Presse auch bereits über 100 Schaulustige eingefunden haben. Der Kopf des Trios, Kurt Witschenik, ist mit einer Waffe aus dem Wagen ausgestiegen, um mit Julius Groß zu verhandeln. Im Auto sitzen seine 2 Gefährten mit der letzten Geisel. Ringsum steht das Fernsehen, die Presse, die Öffentlichkeit. Witschenik fühlt sich sicher. Doch plötzlich... In dem Augenblick, als einer der beiden Mittäter, der links im Wagen saß, also uns zugewandt, sich umwandte und zu seinem Nachbarn sprach, dass ich diese Gelegenheit wahrnahm, die Pistole zog, um ihn, den Haupttäter vor mir, dazu zu zwingen, seine Waffe fallen zu lassen. Ich habe die Pistole auf ihn gerichtet und in dem Moment hebt er den Arm und will schießen. In diesem Augenblick habe ich dann auch geschossen und habe im Augenblick erkannt, dass die Geisel vorne am Steuer in Deckung ging, sodass ich praktisch den beiden anderen gegenüber im Wagen selbst freies Schussfeld hatten, die aber auch auf mich blickten. Und zum Glück haben sie sich dann beide auch ergeben. Kurt Witschenik starb 2 Wochen später an den Folgen seiner Schussverletzung. Das Foto des beherzten Polizisten und seiner fliehenden Kollegen wurde weltberühmt.